Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Acha, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Wo gehen die hin? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Rorik schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Und damit hallo da draußen und herzlich willkommen zum Let's Play von Skyrim. Ja, ich habe mir gedacht, ich gönne mir das Spiel einfach mal und wir machen das mal einfach als großes Projekt. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeguckt. Ein bisschen ist gut. Ich wollte ein bisschen reingucken. Sind 4 Stunden geworden, wo ich mir dann gedacht habe, so huch, solltest vielleicht mal ein bisschen was aufnehmen. Wir haben jetzt also hier gerade angefangen. Wir sind jetzt gerade hier angekommen und ja, ich würde sagen, wir schauen mal. Wir fangen mal oben an. Was haben wir denn so alles? Agonia, Reptilienwesen. Okay, das ist jetzt schon mal nicht ganz so mein Ding. Der Bretone. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Okay. Dunkelelf ist, glaube ich, jetzt auch nicht so unbedingt. Aber, oh, bemerkenswerte Schleichkräfte. Okay, der Hochelf. Aha.
Magie. Naja, Magier wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen, ein Kaiserlicher. Geschickt in Kampfkunst und Magie. Also ich hätte ja gern so Schurke, Assassinen-mäßig. Ach, guck an. Die Khajiit. Aha. Intelligent, schnell und behende sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Also, liebe Furry-Liebhaber, Skyrim bietet sogar was für euch. Der wäre schon optimal, so als Dieb, hä? Nord, große blonde Menschen. Die Nord sind stark zäh und für ihre Kälte und Empfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Also so quasi Wikinger-mäßig, wa? Ork. Okay. Gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs. Ja, ich weiß nicht. Also in anderen Spielen schnetzelt man die nieder, ja, in Massen, und hier dürfen sie Held sein. Na gut. Rotwardone. Die von Natur aus besten Krieger Tamriel sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Mhm. Und der Waldelf. Gute Kundschafter und Diebe. Und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Und sie befehlen Tieren mit der Kraft Tierbeherrschen für sie zu kämpfen. Kundschafter und Dieb, das ist natürlich auch, aber so ein Waldelf, nee. Also, ich würde ja fast, zu so einem Khajiit? Obwohl so ein Nord, so ein Wikinger natürlich, aber das passt dem Dieb dann nicht, oder? Wie sehen die denn dann so aus? Ja, also. Man wäre mal was anderes, wa? Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal hier gucken. Körper. Was haben wir denn da? Geschlecht? Achso, wahrscheinlich männlich-weiblich. Ja, ist klar. Aber ich denke mal, wir werden schon einen männlichen machen. Vorgaben? Was haben wir denn da so? Aha. Mhm. Naja. Boah. Okay. Okay, der hat schon was, oder? Der hat schon so ein bisschen so, aber nee. Ich glaube, wir bleiben einfach mal bei der ersten hier. Und dann gucken wir mal nachher, wie wir das so umgeändert bekommen. Was haben wir denn so an Hautfarben? Ach, so rötlich hat vielleicht was, so ein bisschen tigermäßig. Oder so, so gräulich. Ich würde sagen, das war so. Gewicht. Ich würde sagen, den machen wir ruhig ein bisschen schlanker, weil, wie gesagt, ich habe dann schon so vor, so ein bisschen so auf Dieb zu spielen. Genau, guck mal so ein bisschen hin und her hier, dass ich dich so ein bisschen sehe hier. Okay, guck mal bei Kopf. Gesicht. Alter, was kommt dann? Alles Gesichtsfarbe, Schmutz, Schmutz. Oh Gott, das ist ja bald schlimmer als bei die Sims. Gesichtsfarbe machen wir mal ein bisschen dunkler. Schmutz. Oh, nein, hier Schmutz. Schmutz. Achso, nee, Schmutz. Schmutz machen wir mal weg. Schmutzfarben. Narben. Okay. Aha. Mhm. Aha. Ja. So, so. Hm. Ja. Jawohl, das hat schon so. Das hat schon so ein bisschen was Verwegenes. Ach nein, Narben lassen wir mal weg. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Kriegsbemalung. Ja, das könnte auch glatt so vom Fell einfach was sein. Das hat auch was. Aha. Mhm. Okay. Okay. Nee. So vielleicht? Das hat doch schon ein bisschen was, oder? Das sieht doch schon an für sich. Oder so. Ich glaube, so ist gut. So, ich glaube, so lassen wir es einfach mal. Farbe der Bemalung lassen wir auch einfach mal so. Gesicht, Nasen, ach du Scheiße. Nasenart, Nasenhöhe, Nasenlänge, Kieferbreite. Alter, Lachfalten, untere Wangenfarbe, Kinn, Halsfarbe, Stirnfarbe. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist gut so, wie es ist. Augenform. Dann gucken wir doch mal, was wir hier an Augenform so haben. Ja, so sieht er ein bisschen böser aus. So hat er ein bisschen etwas größer. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die. Nein, die gefallen mir schon ganz gut. Augenfarbe, denke ich mir mal, werden wir so grünlich. Och, das hat was. Okay. Aha. Hm. Gut, gut, gut. Oder so ein Grün? So gelblich? Hm, nee, das Grünlich hat mir schon wirklich gut gefallen hier, das hier. Ich glaube, das nehmen wir. Augenhöhe, Augenbraue. Alter, Lidschatten, Lidfeier. Ja, nee, ist klar. Braue? Haben die überhaupt braun? Also, okay, nee, das lassen wir, denke ich, mal auch so. Braunbreite. Ich glaube, da sieht man jetzt sowieso nicht wie Braunlänge an. Ja, ist ja. Mundform. Ich würde sagen, dann machen wir einfach. Oh Gott. Ja, ja, das ist, das ist gut so. Haare, Bart, Alter, was kann man hier alles ändern? Aha. Also, das erste passt schon mal ganz gut, finde ich.
Kann man da auch irgendwie so ein bisschen mehr irgendwie nach hinten gucken? Kann ich dich auch irgendwie richtig drehen oder so? Sieht nicht so aus. Das ist natürlich ein bisschen doof. Mhm. Nein, nein. Aha. Nein, 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 nein. Also ich tendiere ja doch, was ist das hier? Ja, hierzu. Ich würde sagen, die Frisur nehmen wir auch einfach mal. Ein Bart. Oh. Aha, wir können dem also noch... Oh, das sieht ja auch, Ja, oder so vielleicht? Aha. Aha. Naja, das ist ein bisschen viel Spielerei da drin, wa? Nee, das ist ein bisschen sehr viel Spielerei, aber das hier, ich glaube, das lassen wir jetzt so. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Aber die Haarfarbe hätte ich gerne noch anders. Ja, rötlich passt, glaube ich, jetzt nicht ganz so. Aber so schwarz vielleicht, so dunkel, ich glaube, das geht ganz gut, oder? Ja, ich würde sagen, so lassen wir den. Wir spielen jetzt einen Khajiit. Und dem Charakter einen Namen geben. Ja, ich bitte darum. Und wie könnte so ein Tierchen denn heißen? Ich überlege mir mal kurz was. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, Gata. Miro, würde ich sagen, machen wir einfach wie im Terra, wie ich da meine Figur genannt habe. Nennen wir ihn auch mal so. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hör mal. Wird man nicht frech hier. Was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Also für mich sieht die eher aus wie eine Haupt... Befehlt, Hauptmann. Wie eine Hauptfrau, es die... Tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Das ist ja nett. So siehst du auch aus, dass dir das voll leid tut. Ja, ja, ist klar, ey. Also für mich sieht die eher aus wie eine Hauptfrau. Also hör mal... Können wir da nicht drüber reden? Ich glaube, die braucht einfach nur ein bisschen... Ein bisschen Beischlaf, dann geht's dir auch wieder besser. Dann ist sie auch besser drauf. Die ist einfach nur deswegen so scheiße drauf, weil die einfach zu lange... Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden. Und weil die einfach zu lange keinen Beischlaf mehr hatte. So sieht's aus. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Das würde ich auch gerne. Weitermachen. Ach, ist nix. Ja, ist klar. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Was? Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Der gefällt mir, der ist gut. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Doch, der hat eine gute Einstellung. Finde ich gut, finde ich super. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ja. Okay, da kam ja jetzt nicht so viel Blut raus. Also, Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ihn finde ich auch gut. Katze? Ihr seid dran. Was? Wie? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ja. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ja, also das scheint ja dann ein kurzes Let's Play zu werden. Ja, du guckst echt so total mitgenommen, so, ach, tut mir das leid um die Katze. Oh, Alter. Oh, ein Vögelchen am Himmel. Oh, der Vogel wird immer größer. Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Okay. Gut, jetzt haben wir Stress. Ja, ich würde ja gerne, aber... Wo denn? Wo denn? Ja, dann lauf! 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 Alter! Boah! Warum ist das jetzt gerade alles so unscharf hier? Was ist das für eine Scheiße? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Nee, normalerweise nicht. Tja,
Wir müssen los. Oh, können wir der nicht helfen? Können wir der nicht so ein bisschen helfen? Die hat gerade aber schon so die perfekte Haltung, ne? Muss ich ja mal so sagen. Also, oh. Ja gut. Dann, gehen wir mal hoch hier. Upsa! Ja, ist, richtig, ist klar. Kann ich eigentlich auch irgendwie die Ansicht umändern? Ich kann auch irgendwie die Ansicht umändern. Verdammt, ich würde gerne im Third Person lieber spielen, aber... Na gut. Können wir jetzt weiter hoch? Nein, können wir natürlich nicht, ja, du hast wohl gelitten, ne? Was ist da? Mach mal... Unser. Oh, scheiße. Okay, lauft immer weiter. Machen wir, machen wir. Ich würde trotzdem gerne, ich würde trotzdem gerne so Third-Person-mäßig so... Nein, ich habe keine Ahnung, ob wir hier sterben können, deswegen, ich weiche einfach mal so gut wie möglich aus. Du siehst auch nicht gerade so aus, ob du es mit dem Drachen aufnehmen könntest, hör mal. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Ja. Das mögen sie. Bleib nah bei der Wand. Okay, machen wir. Warum bleibst du stehen? Und ja, schon schick, ne? Schon, Alter, ist ja doch, ja. Sieht schon respektvoll aus, muss ich sagen. Ah ja, wir spielen übrigens mit dem HD-Patch, den es für das Spiel gab. Den habe ich mir einfach mal mit runtergeladen, damit die Grafiken so ein bisschen aufgefrischter sind. Und ich finde, sieht gut aus. Gefällt mir. Doch, gefällt mir wirklich. Mensch, wenn er nicht so hetzen würde, dann könnten wir ja so ein bisschen... Pass auf, was du mit deinem Pfeil machst. Dann könnten wir ja uns so ein bisschen die Grafik mal so ein bisschen angucken, die Umgebung und so. Aber der hetzt so. Der hetzt einfach so. Genau. Betritt die Festung mit Hadwa oder Ralo. Oh Gott. Ja, also ich würde ja sagen, wir gehen mit dem Nord. Los, den finde ich gut, den finde ich in Ordnung, der gefällt mir. Los, komm, lass rein hier. Lass rein hier. Na. Ladebildschirm, Ladebildschirm, du bist gar nicht so lang. Hey. Ich würde gerne meine Figur sehen. Hallo, ich würde gerne meinen Char sehen. Hallo. Ich kann doch irgendwie hier... Normalerweise, wenn ich raus reinzoome, dann kann ich doch zwischen Third und First wechseln. So, was ist das für ein Scheiß hier? Ja, der sieht aus, ob er es hinter sich hat. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Ja. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Ach, was? Genau, das war nur... Das war nur ein aberkleiner Vogel, der ein bisschen scheiße aussah. Mensch, Drachen. Drachen gibt's nicht. Sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, lös mal. Ja, lös mal. Alter, hast du Adern. Hier. Und dicke Arme. Wir nicht schlecht. Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Ah, jetzt sehe ich uns. Okay, so sehen wir also aus. Ja, doch, das ist doch noch relativ in Ordnung. Durchsuchen. So, wir nehmen einfach alles mit hier. Und rüsten das auch mal direkt hier aus. Die Eisenkriegsaxt. Und die machen auch schon mal ein bisschen mehr. Und das macht auch schon mal ein bisschen mehr. So. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ja, Rüstung angelegt habe ich schon, aber warum soll ich denn jetzt die Axt schwingen? Hier ist doch noch gar nichts. Dann lass mal los hier, komm. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Schlüssel erforderlich? Hast du einen Schlüssel? Nö. Bei was für ein Tor? Was? Achso, da hinten. Nee. Hä? Wie, was für ein Tor denn? Achso, das da, okay. Nee, da ist aber, Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, das ist, scheiße. Okay. Machen wir. Komm schon, Soldat! Geht weiter! Entdeckung! Ja, ich bin ja Entdeckung, ja. Psst, psst, okay. Psst, wir können jetzt sogar noch Taschendiebstahl versuchen. Okay. Dann prügeln wir die mal weg, wa? Würde ich sagen. Sobald die reinkommen. Alter, irgendwie machen wir überhaupt keinen Schaden, kann das sein? Ist das alles, was ihr könnt? Naja, hat jedenfalls gereicht, ne? Ja. Oh nein, die Hauptfrau hier. Ich meine, die war doch, wie gesagt, die war doch, Mensch, die war doch gar nicht so schlimm. Die war einfach nur, wir nehmen erstmal alles mit hier, los. So. War einfach nur, die brauchte einfach nur mal ein bisschen so, ne? Männliche Begleitung nach. Versuch doch mal, die Tür zu öffnen.
Ja, Moment, Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier alles aufgesammelt haben. Moment. So, ich hätte ja gerne in der einen Hand ein kaiserliches Schwert, in der anderen Hand ein Eisendolch. So. Und dann nehmen wir mal das hier. Das hier. Das hier. Och, da ist ja ein... Och, das ist ja... Oh, das ist sogar noch besser. Dann nehmen wir das hier. Das hier. Den Helm setzen wir uns auch mal auf. Nein, den Offiziershelm, der ist ja noch besser. Gut. Ja, das hat doch mal was. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas zum Plündern haben. Versuch die Tür damit. Ach, hetz mich nicht, Junge. Hetz mich nicht. Okay. Ach so, die sind dann von hier. Ah, die sind dann also von hier gekommen, ja? Ach so. Ah, seht ihr wohl. Da Truhe des... Ach, nochmal eine Schlüssel. Nochmal Schlüssel und dann... Naja, gut. Dann machen wir mal so. Och, Truhen. Truhen, Alter. Oh, das ist gut. So, das lassen wir weg hier. Da ist noch eine Truhe. Ja, da kann man ja noch... Achso, leer, okay. Nein. Da kann man doch noch richtig was plündern hier. Öffnen Himmelsrand. Nee, da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht hin. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts. Da ist ein Buch. Da ist ein Buch. Ein Buch hätte ich gerne. Lesen, Mischtaktiken. Das nehmen wir erstmal mit. Das lesen wir später vielleicht mal. Denn, oh, da liegen ja noch Goldmünzen. Denn es gibt hier so verdammt viele Bücher in dem Spiel. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, alle zu lesen. Aber mal gucken, vielleicht so das ein oder andere... Da ist noch ein Schwert... Oder nehmen wir zwei Schwerter? Nein, wir nehmen mit Schwert ein Dolch mal. Los. So. Dann laufen wir hier mal wieder raus hier. Och, sieht schon mal schick aus, so, ne? An für sich so. Muss ich sagen. Doch. So. Er steht auch schon bereit mit zwei Äxten direkt. So, aufschließen. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nein, hier gibt's nichts. Verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unsere Köpfe zum Einsturz bringt. Okay. Machen wir. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn... Du bist hier mit dem Held der Geschichte unterwegs. Also, von daher, mach dir mal nicht so viele Sorgen. Unsa! Okay. Na gut. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Ja, das ist er wohl. Komm her. Das war so das Glück, dass er nicht treffe. Finisher! Das sind noch die geilsten Angriffe. Jawohl, ja. So. Zaubertränke? Ach, wen interessieren denn Zaubertränke? So, bringt uns das was hier? Nein, bringt uns nichts. Man könnte es zwar später verkaufen, aber... Ach, halt. Aber, nee, das bringt uns auch alles nichts. Aber... Wir wollen jetzt nicht zu viel mitschleppen, denn dann können wir uns gar nicht mehr bewegen. So, da haben wir schon mal einen Trank. Das ist auch schon mal was Feines. Hier haben wir auch einen Trank. Schön, schön. Hier haben wir jede Menge Müll rumliegen, jede Menge Rotz, was keiner brauchen kann. Da ist auch nichts, da ist auch nichts, da ist nichts. Hier wird uns das Fass schon wunderbar angezeigt. Was haben wir da drin? Und ein paar Zaubertränke, die nehmen wir natürlich alle mit. So, und dann haben wir da... Oh, ach, da war auch noch ein Zaubertrank, ein Heiltrank oder was. Ja, super. So. Ja, können wir weiter hier? Gerade auf, oder was? Oh, da reden welche. Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Ja, wie sich das halt für so ein Schloss gehört, ne? Komm schon. Komm schon. Wen hauen wir denn jetzt um? Also ich glaube, den, der die... Nein, das Mädchen hauen wir natürlich nicht um. Das Mädchen wollen wir retten. Nein, wir haben es nicht geschafft. Nein, bitte leb weiter. Leb weiter, leb weiter. Oh, sie lebt noch. Oh, gut. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Warte, bleib doch mal hier, bleib doch mal hier. Lass dich doch mal angucken. Oh, verdammt. Zu alt. Scheiße. Kaiserliche Hunde. Die sind sich für nichts zu schade. Mist. Egal. Okay, nein. Gut. Was haben wir hier? Nein. Oh, ein Stahldolch. Ist der besser als unser Eisendolch? Das müssen wir mal eben testen hier. Das müssen wir mal eben gucken hier. Wir haben jetzt einen Eisendolch. Der macht 4, der Stahldolch macht allerdings 6. Nee. Nein. Nein. Mann, so. So? Nee. Doch, so ist richtig, ne? Ja, so ist richtig. Okay. Gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Da haben wir noch einen Eisendolch, den brauchen wir nicht. Das Buch vom Drachenblut, das nehmen wir erstmal mit.
Dietrich, Zaubertrank der kleinen Heilung nehmen wir auch erstmal mit. Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Da haben wir noch ein Schild, den nehmen wir sicherheitshalber erstmal mit. Oh, was war das denn? Ein Buch, das nehmen wir auch erstmal mit. Alter Schwede, hier gibt es so... Da liegt auch noch ein Buch, kann das sein? Oh, Dietrich nehmen wir auch erstmal mit. Dietrich. Und noch ein Buch, ja. Das gibt viele Bücher zu lesen. Ich glaube, da kann ich bald ein extra Part draus machen. So. Wir müssen uns mal jetzt hier ein bisschen beeilen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen hier. Okay. Ja, ich weiß, wie das geht. Oh, okay. Oh. Jawoll. Und nicht mal ein Dietrich kaputt gegangen. Ja, für dich ist wohl alles zu spät, würde ich sagen. Da hatte ich noch ein bisschen Gold rum. Na, jetzt, gut, das sieht man natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Zauberbuch Funken, okay. Das Gold nehmen wir mit, das sehen wir auch mit hier. Und das hier, ja, die Magika, aber der Wert ist gut. Okay, das nehmen wir erstmal mit. Das nehmen wir erstmal mit. Ich denke mal, auf Magie werden wir sowieso nicht so viel machen, sondern eher, wie gesagt, so beidhändigen Kampf, wie so ein richtiger Schurke, so ein Dieb. Und dann sagen wir noch Pfeil und Bogen. Und damit werden wir uns dann versuchen, hier so überall durchzumetzeln. Alter, überall Blut hier. Skelett. Oh, das hat noch ein bisschen Gold dabei. Und Knochenmehl! Och, ist ja super. Damit können wir den Weizen schneller wachsen lassen. Schäbige Robe. Die ist nichts wert. Das ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Das Skelett können wir noch durchsuchen. Ach, ein bisschen Gold, ein bisschen Knochenmehl. Ist ja auch was Feines. Nehmen wir mal mit. Der braucht es eh nicht mehr. Na, schade. Du bist zu alt. Hier entlang. Du bist leider. Leider zu alt. Aber na gut. Egal. Was soll's. So, haben wir hier noch was? Da liegt anscheinend nichts. Da liegt anscheinend auch nichts. Ja, ist doch gut, Ralof. Meine Güte. Hätt's mal nicht so. So, wir werden versuchen, erstmal hier rauszukommen. Und dann sollte das für den ersten Part wohl reichen, denke ich mir mal. Dann wird er wohl lang genug. Och nein, nicht doch. Verflucht sei das Kaiserreich, genau. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt nicht abblocken können. Kein Schild nutzen können, nichts. Das ist natürlich ein bisschen doof irgendwo, aber egal. Ah, schade, ich dachte, es ist so ein Sprungangriff, so, bam. So, den plündern wir mal so vor. Die Zeit muss sein. Eisenpfeil nehmen wir mit. Langbogen nehmen wir auch mit. Den Rest, nisch. Ja, ja, Ralof, machst du mal. Ich muss jetzt erst hier gucken. Das ist jetzt wichtig hier. Okay, da ist auch nichts für uns interessant. Das lassen wir auch erstmal alles liegen. Guck, den hat er schon umgemetzelt. Das ist sehr schön. Eisenpfeile, Langbogen haben wir ja eh schon dabei. Lalalala. Gut, okay, auch nichts. Und da sind sie schon wieder am Fighten. Oder immer noch, oder wie auch immer. Ach, da haben sie... Oh nein. Die Erms ist gestorben. Naja. Die hatten zwei Händer. Aber zwei Händer ist jetzt relativ uninteressant. Oh, da war was. Da war irgendwas, was besser war. Achso, das war da zwei Händer nur. Okay. Du ergibst dich. Interessierten Scheißdreck, Alter. Stirb. So. Gut, da haben wir nichts von. Das bringt uns nichts. Und was haben wir hier? Noch ein paar Eisenpfeile. Ach, ist ja. Seht nach, ob der Weg frei ist. Ja, mach ich. Ich sehe nach. Jo. Naja, mehr oder weniger frei. Kann man das hier. Kann ich das hier betätigen sofort? Zack. Benutzen wir mal sofort hier. Mal sehen, wo das hier hinführt. Nur, das führt uns zu schlechtem Wetter, würde ich mal so sagen. So. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Nein, wir müssen natürlich versuchen, möglichst überall zu gucken. Was? Dort entlang kommen wir nicht mehr zurück. Ach, ja. Was eine Überraschung. Weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ach, kriegen die schon hin, da bin ich fest von überzeugt. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir da einen Weg und da einen Weg. Ich würde sagen, wir gehen mal erst hier lang und gucken mal, ob hier irgendwas ist. So einen kleinen Lootraum oder so, das wäre nochmal was. Also hier ist auf jeden Fall schon mal was. Durchsuchen Skelett. Und ein bisschen Knochenmehl wieder mitgenommen. Okay. Was haben wir hier? Ein Geldbeutel nehmen wir auch mit. Aha, das ist auch wieder nur das Skelett. Aber da ist noch ein Trank der kleinen Heilung. Den nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier noch? Das soll ja angeblich auch richtig umfangreich sein, das Spiel hier. Also so richtig, richtig. Achso, das ist die Stelle, von wo wir gekommen sind, wo das jetzt zusammengebrochen ist, oder was? Okay. Gut. Das,
Soll wohl so richtig, also ich habe schon von welchen gelesen, die haben wohl angeblich schon 400 Spielstunden auf der Uhr und haben noch nicht mal den Endgegner besiegt. Man soll hier wohl so viel entdecken können und machen können und ach, und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Und ich habe mir gedacht, ja komm, jetzt gönnst du dir das Spiel mal, hab's mir auf Steam jetzt geholt, runtergeladen und so weiter und so fort. Hab schon mal reingeguckt, gefiel mir sehr gut. Ja, wie gesagt, ich wollte kurz reingucken und aus dem Kurz sind dann leider 4 Stunden geworden. So, kann ich das Skelett auch noch durch? Ne, das Skelett können wir nicht durchchecken, okay. Ne, der Weg führt nirgendwo hin, dann gehen wir hier rein, komm. Und, ich muss sagen, doch, bisher hat es einen guten Eindruck gemacht. Ich finde zwar schade, dass die Spielwelt so ein bisschen, ja, schwach bevölkert. Spinnen, ich will nicht gegen euch kämpfen, ich mag Spinnen. Ich mag Spinnen. Ich mag... Ey. Okay, dich mag ich jetzt nicht mehr, du Sau. Ihr Schweineviecher, ihr Mistviecher, ich mag Spinnen wirklich, ich finde Spinnen total cool, aber nicht, wenn sie mich... Ausdauer. Nicht mehr springen, keine mächtigen Angriffe durchführen. Macht nichts. Brauchen wir nicht mehr mächtige Angriffe. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir. Ich hatte einen Ring dabei gehabt. Okay, das muss wohl wahrscheinlich von irgendeinem Opfer gewesen sein. So, dich nehmen wir mit. Das Gift nehmen wir erstmal mit. Wäre schön, wenn man später so irgendwie so auch seine Waffen vergiften könnte. Na, das wäre nice. Das wäre cool. Leer. Oh, da liegt doch noch eine. Ah, jetzt. Okay. Nehmen wir auch noch mit. So. Ja, ich weiß, dass man hier Spinneneier kriegen kann, aber ich habe keine Ahnung, was die bringen sollen. Ach, die lassen wir einfach mal liegen. Da hängt einer rum. Oh, lass dich doch nicht so hängen. Oh, der hat sogar noch 9 Gold dabei, das ist ja super. Gut, ansonsten scheint ja jetzt hier nichts zu sein, ein paar Spinneneier, aber wie gesagt, die Spinneneier, ich glaube jetzt irgendwie nicht so richtig, dass die uns was bringen. Mal eben die Waffen wegstecken, der wackelt mir zu viel damit. Gucken, ob wir hier oben noch was haben. Nee, da ist auch nichts. Gut. Ach, das finde ich schon cool, so mit dem Tail hinten dran da, so mit dem Schwanz, das hat schon was. Doch, ich glaube, Khajiit war eine gute, also ein Khajiit hier zu nehmen, war eine gute Entscheidung. Ist hier was? Ist hier was? Können wir hier was irgendwie... Oh, da können wir was durchsuchen? Na, da war doch gerade... Nee, neben Eisendolch, aber... Ja, ist egal, nehmen wir mal mit, kommt. Na, jetzt nimm doch mit hier. Aber hier ist uns nichts, okay. Halt! Was denn? Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja, ich sehe sie. Möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Okay. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht über... Nein, nein, wir versuchen es mal mit Schleichen. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Okay. Noch hat sie uns nicht bemerkt. Und ich hoffe, das bleibt so. Denn ich möchte mich jetzt auch ungern mit ihr anlegen. Zumal, sie tut ja keinem was. Sie liegt einfach nur da, schläft und ist des Lebens zufrieden. Also versuchen wir, einfach mal unbemerkt an ihr vorbeizukommen. Fast da. Wie, die hat uns entdeckt. Was, wieso ist die jetzt wach geworden? Auf was bist du draufgetreten, du Trampel? Du trampelst hier auch durchs Unterholz wie eine Herde Elefanten, ehrlich, ey. Mann. Okay. Aber sie hat sich anscheinend nicht weiter für uns interessiert. Gut. So, können wir jetzt wohl wieder aufhören zu schleichen oder müssen wir noch weiter schleichen? Okay. Das war knapp. Naja, ging so, ne? Hallo, übertreib's ja ganz gerne, oder? Aber hier ist ja nirgendwo was. Was ist das? Da leuchtet doch was. Da ist doch irgendwas am Leuchten. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ach, anscheinend einfach nur Licht. Gut. So. Hier treten wir erstmal ein paar Gebeine durch die Gegend. Genau. Ein bisschen Knochenfußball spielen. Ja, können wir weiter hier oder was? Junge. Mensch, steht da rum? Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja. Sicher wusstest du das. Du bist ja auch mit dem Held des Spiels unterwegs. Natürlich schaffen wir das. Hallo. Alter, was ist das? Größere Seelen? Seelenstein? Oh. Benötigen Seelensteine zum Einfangen? Okay, Seelen führen zu besseren Verzauber und laden Waffen besser auf. Aha. Nein, ich habe noch keine Ahnung. So, Ralof, wir sind raus. Wir haben es geschafft. Los, ein bisschen Freundensprung. Hey, hopp. Yeah. Was? Oh. Was denn? Was hat denn der? Was ist denn da? Was sieht denn der? Schon ist er wieder weg. Wer? Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Hä? Du mich verarschen? Wir wissen da war nicht, nichts. Ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Jo, das sehe ich auch so.
Abgeschlossen. End. Fessel. Sehr schön. Begonnen vor dem Sturm. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Das ist immer eine Scheißidee, sich aufteilen. Noch nie Horrorfilme geguckt, oder was? Immer wenn die anfangen, sich aufzuteilen, sind die des Todes. Hallo, immer schön zusammenbleiben. Immer schön zusammen. Oh, ein Schmetterling. Oh, Schmetterling. Ach, das ist wieder so ein Detail. Ach, das finde ich wieder super. Ach, wie schön. Ach, wie geil. Und der setzt sich sogar auf eine Blüte drauf. Ach, wie geil ist das denn ja? Das ist ja mal Hammer. Fliegt der auch weg, wenn man sich nähert? Nee, das ist wieder schade, aber... Fangen! Den kann man fangen! Ich habe blaue Schmetterlingsflügel. Und die Blumen kann ich auch pflücken. Ja, dann pflücken wir die mal eben. Ist ja immer gut, ne? Wenn wir zu seiner Schwester gehen, dann kann man der ein paar Blumen mitbringen. Da freut die sich bestimmt auch. Okay, ich habe keine Ahnung, was die Blumen bringen. Ich schätze mal später vielleicht für Alchemie oder so. Wir nehmen sie erstmal mit. Ach, wir lassen sie erstmal liegen hier. Wir folgen jetzt erstmal eben hier. Laufen in das nächste Dorf und würde sagen, beenden dann gleich in dem Dorf oder kurz davor den Part, weil das dürfte dann auch schon lang genug sein. Dann kann ich den gleich auch sofort verarbeiten und hochladen und so weiter und so fort. Ach, lauf doch mal, Junge. Ja, guck mal, ich bin schneller als du und ich trage die schwerere Rüstung, hör mal. Hallo? Ja, Hoppelhäschen? War da ein Hoppelhäschen? Ich glaube, da ist ein Hoppelhasi lang gehoppelt. Ach, wie süß. Jo, ach, wie niedlich. Ja, aber ich finde es schöner, seht wenn hier doch... Ruine da oben? Das ja, sehe ich. Ödsturzhügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Ja, also... Man gewöhnt sich wohl daran. Ja, das wird sein. Lauf, lauf, lauf. Und ich hoffe, deine Schwester sieht, ne? Annehmbar aus, du. Also wäre schön, wenn den Augen mal wieder was gegönnt wird hier. Hüp. 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 Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Aha. Na los, seht selbst. Ja, ich sehe. Ich meine, sind ja nicht gerade zu übersehen, ne? Gut, ja, wir können die aktivieren und zwar einmal hier den Kriegerstein, den Magierstein und den Diebesstein. Und wir werden natürlich dann den Diebesstein aktivieren, aber das machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Ach doch, ich finde, wir sehen ganz annehmbar aus. Doch, ist in Ordnung. Ich denke mal, mit so einem Kaji, das ist schon okay. Doch, ja, hier machen wir erstmal Schluss für den ersten Part. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas noch großartig entdeckt bekommen und erforscht bekommen und rausbekommen. Und ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand irgendwelche Tipps und Tricks schreibt. Ja, mach mal dies, mach mal das, das brauchst du hierfür, das brauchst du dafür. Das möchte ich nämlich alles selber herausfinden. Das macht nämlich gerade den Reiz momentan bei mir bei diesem Spiel aus. Alles so selber finden, alles selber herausfinden und ist auch viel schöner, wenn ihr mir dann so ein bisschen beim Fällen zugucken könnt. Jetzt haut ihr einfach ab, aber wir haben doch noch gar keinen Stein ausgewählt. Hallo? Wartest du mal, du Sausack? Kommst du mal wieder zurück? Bei Fuß? Bei Fuß? Ey. Also, ich glaub's ja wohl nicht. Ja, jedenfalls, für diesen Part war's das. Aus der Haus und tschüss. Und nicht vergessen, Abo, Favo, Liken.